Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Ja, hier ist die Statistik. Das ist noch recht gut, bin überrascht. Wobei ich eben ein wenig weniger Zeit habe als irgendwelche Spiele, die halt noch durchrushen und so. Und auch nicht so viel Zeit investiere und sowieso noch ein bisschen Let's Playen muss und so. Ist das eigentlich recht gut schon? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also hier die Werte. Das Gold ist nochmal richtig gut. Blutsplitter sind eigentlich auch überraschend gut, hätte ich nicht gedacht. Und dass hier alles fast voll ist, überrascht mich auch. Ich bin gar nicht mehr so mitgekommen, welche Charakter ich schon Level 70 habe und welche nicht. Und die anderen sind fast. Ja, Mönch ist natürlich nicht so weit hinten. Aber der Mönch, den habe ich auch irgendwie eher als Nacke, also als Einzelgegner. Spezialisting nicht so gerne. Ja, und wenn ihr in die Freundesliste kommen wollt oder in Chats, Communities oder so, dürft ihr mir gerne einladen. Da oben seht ihr meine Adresse oder sonst die E-Mail, aber die E-Mail habe ich irgendwie gerade nicht zur Hand. Ich weiß nicht, welche E-Mail von mir die richtige ist. Ja. Okay, Auktionhaus wird geschlossen. Ist schon geschlossen. Hab ich noch? Die da, die werden weggehen. Ist egal. Das sind alte Items. Ja, die Erfolge. Was habe ich als letztes? Ah, ja, genau. Mit Stufe 60 mit 5 verschiedenen Klassen. Atria habe ich getötet im Coop-Modus. Vielleicht Stufe 60 mit 2 Barbaren. Welchen Barbar habe ich denn auch Stufe 60? Hä? Ich habe noch nie Barbaren auf Stufe 60 gehabt. Das war mein erster. Keine Ahnung. Also wir spielen weiter. Ich hoffe, Qual 1 ist noch recht. Ja, sind die Gegner nicht allzu zäh geworden, weil sie natürlich mit dem Level zulegen und wir haben ja kein besseres Schwert oder keine bessere Waffe bisher gefunden. Aber ich hoffe schon. Also ja, und hoffentlich mal ein Legendary finden, weil ich habe langsam immer wieder mehr Pech. Keine Ahnung, wieso das so ist. Aber das ist wahrscheinlich auch, weil ich nicht mehr auf normal spiele, sondern auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Okay, da können wir fort. Schmeißen diese Sachen. Weg. Verkaufen. So. Ja, und hör immer auf zu jammern. Oh Gott, immer dieses Gejammer. So, ja, die hohen Himmel werden wieder, aber ich möchte mal etwas anderes machen. Ich will mal wieder Westmark. Nein, Walter, nein, das mache ich nicht. Ich mache Akt 3. Okay, hier gibt es recht viel. Asmodan muss ich ja töten. Aber der ist eigentlich relativ leicht. Sagen, dass er nicht zu lang geht. Okay. Ja, danke schön für so viele Aufrufe bisher. Also es kommen irgendwie mehr. Danke schön dafür. Und jo. Ich hoffe, ich mache es allen recht. Sonst dürft ihr gerne ein bisschen schreiben, was noch nicht so gut ist oder was halt fehlt. Und wieso es leckt. Das ist wahrscheinlich wegen dem Server so. Naja. Das sind keine normalen Lags, das sind Dinge. Das ist. Früher war es noch schlimmer. Die ersten Gegner, die laggen die ganze Zeit. Und das sind zwei, oder? Ich sehe sie gerade nicht. Ja, es sind zwei, es sind noch diese Fledermäuse. Ja, und jetzt bin ich tot. Ich kann nicht mehr abhauen. Die belagern mich. Okay, ich habe sie überlebt. Das ist schrecklich, wenn man so zwei Feinde hat. Und dann noch die kommen dazu. Oh Gott, oh Gott.
Ich sehe es schon. Und die teleportieren sich auch noch. Und dann haben wir hier noch die Vereisungen. Das ist schrecklich. Ich darf nicht zu weit nach rechts gehen. So, jetzt gibt es Bombardement. Oh Gott. Lasst mich in Ruhe. Habt ihr gehört? Ich bin nur zum Fensterputzen hier. So. Jetzt mussten sie halt sterben. Haben wir nicht noch einen? Nein, ich musste doch die einen Looter-Ding geben. Sicher hier oben noch der Rest. Kommt runter. Hallo. Es war doch... Oder waren die nur vereist? Hm. Und der Schlachtgeschwindigkeit habe ich da irgendwas falsch gesehen. Also, die waren trotzdem sehr stark. Also ihr seht, Schwierigkeitsgrad zieht sich nochmals in den letzten Levels hart nach oben. So. Und die haben so viel Leben. Das ist Wahnsinn. Schrecklich sehe das. Helft Oberst Severin. Der muss da auf der Brücke sein. Komm, Bombardement. Genau so. Nichts anderes. Oh, sperren. Nein, nicht sperren. Nicht sperren. Nicht sperren. Keine sperren. Ich liebe es. Minenfeld. Minenfeld. Siebenundsechzig sind wir jetzt. So, jetzt. Minenfeld. Naja, so stark sind sie leider nicht. Ich weiß ja nicht, ob das besser ist. Ich mag es bezweifeln. Aber 180 ist schon nett, aber ja. Und ob die auch explodieren, ob die Gegner reinlaufen, weiß ich ja nicht. Ach, seid ihr zäh, das ist schrecklich. Wieso? Diablo 3 so. Kacke. Balanciert. Ich will nicht zähe Gegner, ich will starke Gegner. Ah, hier, das Event ist es. Okay. Oh Gott. Habt ihr es gesehen? Paar Schläge und ich habe schon so arg Probleme hier. Schrecklich. Vielleicht müssen wir doch einen Schwierigkeitsgrad nach unten. Aber noch nicht jetzt. Am Ende der des Kopfgeldauftrages. Ich konnte einfach nicht zu den Heilkugeln. Ist der schon tot? Der ist schon tot, oder? Oh nein. Der stirbt aber, glaube ich. Oder kann sterben. Oh, das sieht doch schon mal geil aus. Sehr schön. Okay, so stirbt er nicht, wenn der Vogel mich angreift. Ich verblitze die so extrem stark.
Ich spamme nur Blitze jetzt. Aha. Boom. Okay. Der ist unsterblich. Es gibt noch ein Event, wo einer stirbt. Sterben kann. Der nächste. Wir haben doch so ein gutes Schwert, hey Gott. Der ist tot, der ist tot. Gut. Wir haben viel mehr Ding jetzt, Zorn oder Zornregeneration. Oh nein, Zorn ist noch bei 130. Die Zornregeneration, die ist recht besser geworden durch wahrscheinlich die Gegner auch. Oh, ich sehe es jetzt schon. Ja, ich bin tot. Also stellen wir eins runter. So. Ist trotzdem noch gut. Gut, und hier kann man sich ja bei der Leiche aufstehen. So, lass mich doch irgendwie angreifen, nicht immer Angst haben. Hey. Ah, und sterbt endlich. Ich setze so zäh. Aber sie sind nicht mal, haben nicht mal viel Leben. Also, mehr Leben als Zusatz. Oh Gott, schrecklich. Ja, das ist schrecklich. 15 Millionen Leben. 16 Millionen sogar. Das ist einfach nur krank. Ich sag's euch, krank ist es. Soll ich machen? Und der hat, wie viel? 9.600.000. Oh Gott. So, jetzt, hopp. Goblin zuerst. Ja, das schaffen wir nicht. Ja, das ist unmöglich zu bekommen. Der kriegt ja fast keinen Schaden durch den Oben. Ja, zu spät. Ich konnte ihn nicht angreifen. Er bekam einfach keinen Schaden. Scheiße. Ja, egal. Ich will die doch alle kriegen. Die haben zu viel Leben. Ich weiß es nicht. Ich brauche viel bessere Waffen und Rüstungen und so, die Schaden geben. Es geht alles so lange, das nervt. Muss ich noch eins Schwierigkeitsrunde, Grandrunde. Heidi. Ja, ich muss. Gott, oh Gott. Was ist jetzt los? Das nervt, was haben die? Reflektiert Schaden. Das ist ganz klar. Das bringt mich so selbst um. Das ist Wahnsinn, wie reflektiert Schaden auf hohen Levels, auf hohen Schwierigkeitsgrad stark ist. Das ist schrecklich. Also spielen wir halt auf Profi. Mir egal. Hauptsache wir kommen weiter und finden Items und alles mögliche. Dann können wir wieder auf T1 zurück. Es wird relativ schnell gehen, habe ich das Gefühl. Ein paar Rifts machen. Oder einfach auf blaue Zorn warten. Wobei Blauzorn die schlechte Variante ist, ich habe bessere Schwerter. Gebt mir Blitze! Gebt mir Blitze! Ja, das ist doch mal ein großer Unterschied, die haben nur noch eine Million. Okay.
bisschen leise stellen. Ich weiß nicht, wieso das wieder so laut ist. So. Sonst bekomme ich noch einen Hörschaden. Bei mir ist es immer viel lauter als bei euch im Video. Das ist leider so. Okay, der war jetzt leicht. Also jetzt ist es fast wieder zu leicht. Aber wenn wir da auf Meister stellen, ist es wieder zu schwer. Das ist das Problem. Ja, und jetzt sind plötzlich so große da dort. Ich check manchmal nicht. Das check ich manchmal nicht. Auch, dass man zum Beispiel, wenn man hier dran ist, die Gegner nicht sieht, die, also hier geht es, ja, hier geht es auch nicht, seht ihr, der Gegner wird unsichtbar. Das ist völlig, ja, ich weiß nicht, natürlich, es ist so, als würde es von den Augen des Charakters abhängen, ob wir es sehen oder nicht, aber wieso denn, wieso kann man keine Gegner hinten dran angreifen und Ding, das ist schrecklich, viel zu schrecklich. Hallo, Händler. Ich mag so langsam. Ja. Natürlich habe ich sehr viel Bock noch Diablo 3 zu spielen, aber eben die Fehler, die nerven einfach gewaltig. Vor allem eben die Balancing-Sachen. Aber ich werde weiter dranbleiben. Ja, das ist natürlich besser. Okay. Weil ich einfach, ja, weil es einfach mein beliebtestes Projekt momentan ist, wenn nicht direkt nun wieder beliebter wird. Und ja, weil ich selber noch wissen will, was so manche Sachen gibt und hat. Ah ja, dann gab es noch einen neuen Patch, wo die legendären Rezepte ein bisschen geschwächt wurden, nur durch die, dadurch die oh, wieso laggt das jetzt so? Oh Gott, so viele Gegner. Der Server verkraftet diese vielen Gegner nicht wahrscheinlich. Hey, ich habe 34 FPS. Nichts von 10 oder 16 oder so. So, wann kommt es endlich? Jetzt da oben ist er. Und der Patch hat auch noch ein bisschen den Mönch gebufft. Aber sonst war es nichts Großes, also man sieht es wieder, dass Blizzard an einem neuen Addon arbeitet. Dann kommen momentan nicht so große Patches. Also hier müssen wir alle Gegner töten. Oh Gott. Ich mag die langen nicht so. Diese langen Quests. Aber es ist nicht so groß. Aber dass es hier keine Bugs gibt, wie zum Beispiel, dass ein Gegner in den Wänden ist oder so. Beim Diablo 2 war das meistens so. Aber hier gibt es das gar nicht. Das ist nämlich gut, weil ich will die Kopfgelder natürlich fertig kriegen. Also sie lösen können. So explodiert endlich. Nervensägen. Was ist denn das für ein schlimmer Kerl? Oh Gott.
Ja, es wird wieder besser, wenn ich dann wieder ein bisschen stärker bin. Aber momentan habe ich sehr wenig Items für dieses Level, die halt aktuell sind. Ich könnte jetzt craften, ja, aber das mache ich nicht. Und vor allem, ja, ist die Chance halt sehr schlecht, etwas Besseres zu bekommen. Die Gegner sind momentan haushoch überlegen, also nicht von der Stärke, sondern einfach vom Gleichgewicht. Vor allem, wenn mehrere halt auf einmal kommen. Also hier müssen wir 50 Gegner töten. Und Gormungandr. Gormungandr müssen wir töten. Aber wo ist der? Okay, Bombardement und Akkaratz Champion. Ja, die sind recht zäh. Die haben Lebensband, aha. Aber kein. Ah, da ist noch einer. So, jetzt haben wir einen Rare-Gegenstand. Aber die sind alle so extrem sinnlos. Also, ich müsste eigentlich keine Gelben mehr einsammeln, weil sie einfach Schwäche sind. Auf Legendäres warten, aber ja, ich mache es trotzdem. Weil vielleicht ist ja mit Glück etwas Besseres dabei, wie zum Beispiel der Gürtel. Oder die zwei Gürtel. Vorher, ja. Aber eben sehr wenig. Also legendär ist ein haushoch überlegen und das ist jetzt nicht so gut. Weil eigentlich sollten die Rares auch zumindest zum Teil besser sein. Also bei Diablo 2 war es da besser. Da gibt es Leute, die laufen nur mit Rares herum. Aber ich persönlich habe immer Unix bevorzugt, zum Beispiel. Es gab so einen Helm, einen Set-Helm. Der war richtig schön anzusehen und hat den Charakter natürlich sehr stark gestärkt durch kritische Trefferchance und tödliche Treffer und so. Und ja, den mochte ich gern. Und vielleicht kommt da so ein Diablo 2 Projekt wieder, wo ich Diablo 2 durchspiele, aber dann im Multiplayer mit anderen Leuten. Also wenn ihr mal Bock habt, dann dürft ihr gerne euch anmelden. Und ja, aber ich warte noch, bis wir 8 haben, weil ich will schon zu 8 dann das Game durchspielen soll. Dann können wir auch Challenges machen, also das erste Mal durchspielen mit, ja, egal welchen Charakteren und danach durchspielen mit zum Beispiel nur Nahkämpfern oder mit nur Druiden, die Werwolf verwenden oder solche Sachen. Oder zum Beispiel nur mit Zauberinnen, mit drei Elementen, also 6. Je 2 Elemente plus irgendwie 2 Bonus-Elemente, also ja, was halt gewollt wird und so weiter. Das wäre auch noch nicht schlecht. Oder wir machen einfach Summoner, Ding noch, Totenbeschwörer und Ding dazu, Druide. Also dass wir Magier nehmen, die halt einfach Zauber verwenden. So. Wo ist denn der Gegner? Wir haben schon lange 50 bekommen. Gegner besiegt. Aber der Gegner ist noch nicht da, der Boss halt. Aber wo denn? Wo? Hä? Dass diese sind die Quer, wie die heißt, nicht das Kopfgeld gibt. Also ich habe sie noch nie gesehen. Die Belagerungsweste habe ich einmal gesehen, mehrmals Gums und mehrmals den Asmodan natürlich. Also da habe ich eben
mehrmals eher ja viel schon gehabt, aber dass eben Sinte Quer nicht drin ist, wahrscheinlich weil sie halt einfach Quest ist, durch die Quest. So, dann geben wir mal Bombardement. Also diese Minen, die werden irgendwie nicht so gut ausgelöst. Ja, sterb endlich. Gut. Also leveln tun wir trotzdem noch, das ist gut. Aber nicht mehr so schnell. Ja toll, jetzt ist es zu sehen. Wir sind falsch gerannt. Wir haben leider kein Schnelligkeitsding. Das Pferd haben wir nicht dabei, weil wir andere brauchen. Och je, so viele. Nicht gut. Was ist das für ein... Ah, das sind die Blitze gewesen. Die sahen nur so komisch krüppel auf das. So, ein Schrein. Gut. Na? Ah, sogar noch weiter rüber. Oh Gott. Wir sind ja total falsch. Also noch weiter rüber. Okay, das war ja gar nicht so eine umfangreiche, nicht ein umfangreicher Auftrag gewesen, sondern eigentlich recht schnell erledigt wäre. Aber natürlich bin ich falsch gerannt. Das kann man nicht voraussehen, weil man es noch nicht sah, wo denn der Pfeil war. Oder ich habe es nicht gesehen, aber eigentlich schaue ich immer auf die Pfeile, weil es halt noch ein bisschen heraussticht, weil der so gelb ist. Naja, wir töten ihn jetzt und machen weiter. Na, wo ist er? Hallo? Der muss doch hier sein. Ah, das ist wahrscheinlich ein Ding, eine Schlange. Jetzt. Das ist gut, dass der Akkurat Champion die Vereisung wegmacht. Und wir haben ein Legendary, einen Ring. Okay, super. Dann schauen wir mal, was der so macht. Ewige Einheit habe ich noch nie gehabt, oder? Der ist recht stark. Den nehmen wir natürlich. Ja. Wir nehmen den. Dann bekommst du den Ring. Danke. Bitte. Danke, bitte. So, nächstes. Okay. Asidea ist sie. Ja. Ah ja, Sinte Quer ist ja der Dolch, stimmt. Sidea heißt sie nur. Ja, ist doch egal. Die habe ich nie überwundet. Die nervt nur. Ach, geht doch auf die Seite. Ich will den Ding töten. So. Wow, bringst du viel. Hey. Wahnsinn. Sidea heißt sie. Gut.
Hier müssen wir Jung den Mutanten. Ha! Jung der Mutant. Ist der bei X-Men oder was? Na, wo bist du? Hier unten rechts. Hallo Mutant. Was hast du für eine Spezialfähigkeit? Giftding. Okay. So, der nächste. Jetzt ist noch Asmodan. Oder Asmodan. Ah. Der müsste eigentlich relativ einfach sein auf Profi. So, und Legion die Hölle. Was ist denn das für ein Name? Dieses Deutsch. Okay, wo denn? Oh. Ja, die wird mich jetzt auf C1 zerlegen. So schnell. Und die sind nicht gar mal sehr schnell. Aber trotzdem sind die so schnell. Ey, Gott. Oder sie haben eine versteckte Eigenschaft und die ist sehr schnell. Okay, das will ich eigentlich nicht. Ich will nicht zwei Dinge haben. Die machen Schaden, die machen Fettschaden. Hallo! Ich bin vereist, darum kann ich mich nicht heilen. Gott, ich hätte es fast nicht überlebt. Was ist jetzt los? Wallen und... Ah, das sind noch zwei, das sind zwei. Gott, oh Gott. Ich glaube, ich hatte ein Problem. Schrecklich. So, weiter geht's. Ja, und hier ist sogar noch ein Goblin gewesen, das sieht man. Was ist denn los? Hey, drei auf einmal. Blizzard, ihr spinnt ein bisschen. Ihr habt eine große Macke. Ja, das ist leider das Geschäft mit dem Geld. Man entwickelt keine guten Spiele eigentlich mehr im Team Sim. Man will nur mehr Action, man will nur mehr... ja... Man schaut eigentlich nur auf die guten Dinge und nicht auf die schlechten. Dadurch werden die schlechten nicht gefixt. Und dann hat man wieder Probleme mit den Kiddies, dass die das Spiel nicht spielen können und so weiter. Und dann muss man wieder nerven und alles mögliche. Und Umfang haben die Spieleleiter auch nicht mehr so. Also ihr seht zum Beispiel hier, wie wenig Diablo 3 eigentlich Umfang hat im Gegensatz zu anderen Spielen. Zum Beispiel Sacred 1, das hat ja einen riesen Umfang. Und Sacred 2 auch. Und ja, das ist das halt. Macht besessen vom Geld. Aber man spielt es trotzdem. Ich will es trotzdem spielen. Ich möchte es trotzdem euch zeigen. Und ich schaue eben nicht auf die schlechten Sachen. Ich erzähle es nur immer wieder die ganze Zeit. Weil halt das Gute nicht so existiert. Ich kann nicht so viel Gutes erzählen über Diablo 3. Außer, dass halt die Engine cool ist. Wenn auch der Server da nicht so cool ist. Aber
Das ist eine andere Sache. Die Engine ist cool, die Grafik ist halt nicht so gut, aber vor allem der Spielfluss, der ist super und die Items sind super und ja, der Charakter an sich ist super und alles mögliche. Aber man kann nicht so viel sagen. So, und man schaut ja eher auf die Negativen, damit man die Negativen beheben kann, aber wir haben nicht die Macht, wir können dem Leser nicht einfach sagen, ja, jetzt mach bitte das besser und das besser, das muss ja von mehreren tausend Fans kommen oder sonst irgendwas. Und es kommt leider sehr wenig, also die, die wirklich was wollen, die sind meistens einfach nicht aktiv und sagen es dann auch nicht, also ja. Und ich bin halt einer, der recht offen damit umgeht und sehr schnell etwas sagt, wenn es mir nicht passt. Aber das macht eben Blizzard nicht zum schlechten Entwickler, das macht Diablo 3 nicht zu einem schlechten Spiel, aber es nervt halt extrem. Und es ist immer nebenbei, es wird auch immer nebenbei sein, solange es nicht gefixt wird. Aber spielbar ist es trotzdem noch 100%. So, wir machen einen Rift. Und wenn wir Level 70 sind, können wir mal ein paar Blutspittler verwenden. Ich habe 240, okay, recht viel. Ich glaube 999 ist das Maximum. Da sollten wir dann immer wieder ein paar Gambeln ausgeben. Na, es sind dann mit den gleichen Gegnern. Mit meinem Level Up. Ich wusste, dass noch einer kommt. Die splitten sich irgendwie. Ich verstehe die Mechanik von denen noch nicht. Aber irgendwie haben die immer mehr Leben dadurch und so. Und können dann wieder splitten. Und lange unsichtbar bleiben. Die können sehr lange unsichtbar sein. Da kommt plötzlich nochmals ein Splitter, den wir nicht besiegt haben. Oh Gott, oh Gott. Die machen extremen Schaden schon. Jetzt ist schon wieder, sind die Gegner schon wieder ein bisschen stärker. Das ist einfach Wahnsinn, wie die das schnell gemacht haben, also dass die Gegner so extrem schnell stärker werden in den höheren Stufen, bis wir Level 70 sind. Also Level 70 ist natürlich auch noch schwer oder sehr schwer. Aber ich hatte auf Level 70 weniger Probleme als auf Level 67 oder 68 wie jetzt. Und klar habe ich mit den anderen Charakterklassen auch solche Probleme gehabt, aber ich habe nie auf, ja fast nie auf Profi gespielt, eher auf schwer und auf normal. Weil einfach die Gegner halt ein bisschen zu zäh sind. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Okay, wir müssen schnell weiter. Das ist eine schlechte Ebene. Ja, wir werden eingequetscht, eingekerkert, eingedrückt. Oh Gott. Dann kommen wir nicht weiter. Wir haben zwei, nein, einen. Ein Pack Champions. Und der Blaze ist natürlich so etwas vom Fail gesetzt. Der Strahl meine ich. Ach, geht weg. Ihr seid hier nicht im Kuschelkino. So. Gott, oh Gott. Manche nerven einfach nur extrem. Das war schon früher, als ich auf Ding war, auf Inferno, wo Inferno noch sehr schwer war. Es war einfach nur unmöglich. Also ich war nie weiter als der zweite Arc gekommen. Und er ist dann viel später weitergekommen. Ja, toll. Dankeschön.
Dankeschön. Und jetzt spammt ihr die auch noch. Ah, Mist. Ja. Es ist unmöglich. Verdammt nochmal. Es ist wirklich unmöglich. Es sind zwei jetzt. Nein, es sind immer noch eine, aber... Es ist unmöglich geworden. Ich hasse das. So schnell ist man wieder weg von die, T1, weil einfach die Gegner zu schwer werden, weil man nicht die Items hat. Die Items mitbekommt. Nicht geschenkt bekommen. Es ist wirklich heftig. Ja, und jetzt werde ich noch geschossen. Ja, gut. Dann spiele ich halt auf Schwerweit. Ach. Ey, Blizzard, bitte fix das mal. Soll doch nicht so schwer sein. Mach doch diese Kurve. Diese Kurve nicht so steil. Habt ihr so wenig Zeit, dass ihr die Kurve nicht ein bisschen länger machen könnt? Mach doch das Maximum Level auf 80 und dann ist die Kurve nicht halb so lang. Also halb so schnell, meine ich. Lang ist sie natürlich doppelt so lang. Aber ich meine einfach nicht so steil. Gott, oh Gott. Es ist wirklich schrecklich. Okay, ich sollte mal einen neuen Part machen. Bis gleich.